Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 278. Mein Name ist René, außerdem heute mit knurrendem Magen dabei der Herr Marvin. Hallo, hi. Und der Herr Basti, der fehlt uns noch, der kommt aber vielleicht gleich noch dazu, der versucht noch die Heimreise anzutreten und ich habe zu viel Essen im Magen, also irgendwie ist alles heute nicht so ganz optimal. Ja, hast du eine gute Überleitung gefunden zum Spiel, ne? Ja, gell, ich... baue mir selbst so wunderbare Brücken. Genau, es war ein nicht so ganz optimales Spiel am vergangenen Wochenende oder am vergangenen Samstag gegen Leipzig. Und jetzt stehen wir vor der großen Herausforderung, zu dem Spiel was sagen zu müssen, was wir nicht live gesehen haben, weil, wie der ein oder andere auf Twitter, Facebook und Instagram mitgekriegt hat, waren wir auf der Hochzeit des Herrn Dennis. Deswegen ist er auch heute nicht hier, weil der hat jetzt erstmal 2 Wochen frei. Ich konnte ihn nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich verstehe gar nicht, warum. Von daher werden wir jetzt so mal versuchen, dieses Spiel irgendwie aufzuarbeiten. Es war generell erstmal eine sehr defensive Aufstellung, was ja jetzt erstmal prinzipiell nicht verkehrt ist gegen eine Mannschaft wie Leipzig, wobei die Kombination von Wolf und Kamada da im Mittelfeld mich schon so ein bisschen irritiert hat. Ja, es sah so aus, als würde mal wieder rotiert werden, ja, wobei ich das eigentlich schon ganz cool fand, die Idee mit Wolf da zu arbeiten, Wolf, der in den letzten Partien, wie er eingewechselt wurde, immer relativ ordentlich gespielt hat, also der hat mir schon ganz gut gefallen und auch von dem, was ich da jetzt gesehen habe an Bruchstücken gegen Leipzig, war er auch nicht schlecht. Also das war schon außergewöhnlich, aber war nicht verkehrt. Kamada allerdings ist sehr, sehr blass geblieben, um es mal positiv zu formulieren. Also ich glaube, dem ist die Bundesliga noch ein Tick zu viel, ja. Also das wird auch ein bisschen schwierig, da muss man ihn noch ein bisschen mehr dran gewöhnen. Aber natürlich, du hast vollkommen recht, wenn du überlegst, dass wir stattdessen jemanden rausgestellt hatten am Anfang wie Boateng, ja, wo man auch erstmal überlegen muss, okay, krass, dass er den rausgenommen hat. Gacinovic hat überhaupt nicht gespielt, Tabata auch nicht. Also das war schon überraschend, ja. Und Rebic ist ja dann auch erst eingewechselt worden für eben jenen Kamada. Darüber sprechen wir auch noch gleich, aber die Aufstellung war schon ein wenig überraschend. Ich muss ja immer sagen, wenn ich Haller lese, dann denke ich immer, oh Gott, der Heller. Ja, aber zum Glück ist es nicht der Heller. Es ist noch so ein Geist der Vergangenheit, der noch rumschleicht. Ja. Aber gut, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Ja, ja, das, also Haller kann wenigstens den einen oder anderen Ball behaupten im Gegensatz zu Heller. Da muss das der immer Angst haben, dass er über die Eichen die Füße fällt. Ja, das war so die nominelle Aufstellung, mit der wir reingegangen sind. Und dann musste sich da ja auch relativ schnell leider schon was tun. In der 27. Minute der erste Wechsel, weil Fernandes sich blöd verletzt hat in so einem Zweikampf. Und wie sich jetzt im Nachhinein rausgestellt, ja auch noch länger ausfällt. Aber da kommen wir gleich vielleicht nochmal dazu, so unser Lazarett da nochmal so ein bisschen beleuchten. Ja, dann fiel auch relativ schnell das Tor für Leipzig. Aber so wirklich ansehnlich, also richtig viel passiert ist in der ersten Halbzeit, soweit ich das so nachverfolgen konnte jetzt im Nachgang, ja nicht wirklich. Also war es vielleicht dann doch gar nicht so die verkehrte Wahl, mit so einer defensiven Art und Weise da ranzugehen und das Spiel der Leipziger da nicht so wirklich aufkommen zu lassen. Du hast halt sehr destruktiv Fußball gespielt und das ist halt auch das, was mir der Eintracht halt ankreiden kann. Also ich meine, die erste Halbzeit war eine mit unglaublich wenigen Highlights, ja, und die Eintracht spielt halt in dieser destruktiven Art und Weise auch zu wenig nach vorne. Ich meine, guck dir mal an, wie viele Torchancen insgesamt hatten, das waren insgesamt 8, ich glaube aber die meisten von den 8 sind erst nach der Pause dann wirklich passiert. In der ersten Halbzeit war das doch sehr, sehr defensiv. Ich hatte gerade eben kurz überlegt, wie ich so dieses Spiel in Summe irgendwie werten würde. Und auf der einen Seite muss ich sagen, es war ein Spiel, wo wir jetzt in Summe nicht viel erwartet haben. Und von daher die Niederlage für mich, ja, in Ordnung will ich jetzt nicht sagen, aber akzeptabel ist. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass wir wahrscheinlich, oder andersrum angefangen, ich stelle mir gerade selbst die Frage, wenn wir eine andere Aufstellung und eine andere Herangehensweise für das Spiel gehabt hätten, hätten wir uns dann mehr Chancen erarbeitet? Oder war die Herangehensweise gut und ist nur deswegen das Ergebnis so niedrig ausgefallen, weil wir halt einfach uns auf das komplette Nicht-Mitspielen verständigt haben? Ist klar, was ich damit sagen will?
Ja, ich weiß schon einigermaßen, was du damit sagen willst. Auf jeden Fall ist verständlich. Das Einzige, was ich halt nur aktuell sehe, ist, dass die Eintracht gar kein Offensivkonzept hat. Und ja, man kann jetzt sagen, wir haben absichtlich so defensiv gespielt, aber man muss leider auch dazu sagen, dass die Eintracht wenig kreativ im Offensivaufbau ist. Und da liegt, glaube ich, meines Erachtens nach die Krux. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass Kovac noch nicht die Mittel gefunden hat oder die Lösung dafür, wie denn das Offensivspiel der Eintracht aufzubauen ist. Und das ist für mich ein aktuelles Problem. Ich meine, ganz ehrlich, wir hören uns jetzt hier wieder nach den beiden Spielen. Man muss aber auch sagen, das zum Glück und wichtigerweise gewonnene Spiel gegen Köln war auch kein Offensivfeuerwerk. Da haben wir nur uns diese 3 Punkte verdient, weil wir defensiv sehr, sehr couragiert gearbeitet haben. Aber im Offensivbereich war das wirklich, wirklich nicht gut. Und wirklich wenig Chancen gehabt. Ich meine, es hat auch einen Grund, warum wir dann nur durch eine Standardsituation das Ding für uns bestreiten konnten, beziehungsweise gewinnen konnten. Deswegen, wir müssen sehen, dass die Eintracht endlich auch offensiv was gebacken bekommt, was Hand und Fuß hat, weil das fehlt momentan, dass die Eintracht 2 Tore gegen Leipzig kassiert, geschenkt, gar kein Drama, sowas, das ist eine offensiv starke Mannschaft, da kriegst du deine Gegentore, aber das Problem ist, wir müssten halt auch mehr Offensivleistungen bringen und es ist jetzt gar nicht Leipzig, ich meine, dass wir gegen Leipzig 2-1 verlieren, ja meine Güte, wie du gerade richtig gesagt hast, keine erwartete ernsthafte Punkteausbeute, ja, und wir waren knapp dran, wir hatten sogar auch ein bisschen Pech im Verlaufe dieser zweiten Halbzeit, die wirklich, da muss man ja sagen, eine deutliche Steigerung zur ersten war, also das ist schon, das gibt mir schon so ein bisschen Hoffnung, aber wir müssen weiter daran sehen, dass wir endlich mal konsequent einen Aufbau im Offensivbereich haben, denn da sehe ich zu wenig und da muss ich sagen, nehme ich Kovac auch ein bisschen in die Pflicht. Also ja, die zweite Halbzeit wurde spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Rebic eingewechselt worden ist, ich glaube irgendwann so in der, was war das, 50. Minute, da wurde es dann doch nochmal so ein bisschen, ja, offensiver. Da hat sich, finde ich, nochmal ein bisschen was getan, weil du dann halt auch die schnellen Spieler hattest, die Lücken da irgendwie aufbauen oder ausnutzen konnte und jetzt ist auch Leipzig ja eine Mannschaft, die auch durchaus in den Zweikämpfen mal eher so ein bisschen körperlich da zur Rande geht und da ist so ein Kamada vielleicht auch nicht so unbedingt der beste Spieler für gewesen. Aber was natürlich so ein bisschen in diesem Thema Offensivkonzept, wo du jetzt gerade eben angesprochen hattest, vorkommt oder was man so sieht, ist, dass du mit Haller und mit Boateng 2 Stürmer hast, die vorne sehr über die Physis kommen und du hast halt keinen dahinter, der diese Kreativität hat. Wir hatten von Gacinovic erwartet, dass er den nächsten Schritt macht und den macht er ja auch so ein bisschen, aber er ist halt noch nicht so der kreativ-technische Spieleröffner. Da merkst du jetzt einfach, wie bitter momentan das Fehlen von einem Marco Fabian ist, weil du zwar vorne 2 physisch starke Menschen hast, aber niemanden hast, der kreativ irgendwie dieses Offensivthema nach vorne bringen kann. Ja, das will ich aber nicht gelten lassen. Wenn ich ehrlich bin, muss ein Boateng die Möglichkeit haben oder die hat er auch. Natürlich ist es im Vergleich zu den Leuten, die ganz weit oben stehen, ist er der Körperliche. Aber für Eintracht-Verhältnis ist er definitiv jemand, der auch von dieser Spielidee aus hinausgehen kann. Also da haben wir nicht nur Fabian, da ist Boateng normalerweise ein guter Ersatz. Ich fand das Spiel, was er jetzt gerade im Verlauf nach seiner Einwechslung für mich in der zweiten Halbzeit gemacht hat, war das insgesamt auch ganz gut. Ich meine, er ist relativ früh für Fernandes gekommen. Wir werden gleich vielleicht nochmal über Verletzungen sprechen, was ja unglaublich bitter ist. Aber ich fand, da hat er schon eine ordentliche Partie gemacht. Rebic, der eingewechselt wurde, hat für mich nicht nur aufgrund seines Tores eine bärenstarke Partie gemacht. Nach der 56. Minute ist er, glaube ich, reingekommen. Also das war schon alles gut. Aber es fehlt halt, es fehlen die Abstimmungen, es fehlen die automatisierten Abläufe. Die Spieler wissen noch nicht, wie sie offensiv zueinander stehen. Ich glaube, das ist das markante Problem, dass wir immer wieder leichte Ausfälle haben, wie zum Beispiel Willems, der jetzt deutlich abgefallen ist. Kamada, der ein totaler Ausfall war. Das nervt, das ist ärgerlich und dann kannst du halt nur schwierig reinkommen. Wir dürfen jetzt auch nicht alles total kritisch sehen. Gegen Leipzig kannst du verlieren. Wichtig ist halt, dass wir jetzt den nächsten Schritt machen bei dem Heimspiel, über das wir nachher sprechen werden, weil dann ist Leipzig auch egal. Ja, das scheint gerade so ein bisschen
so ein bisschen unser Problem zu sein. Wenn wir jetzt mal nochmal ein bisschen weg von Leipzig und gesamt vielleicht mal auf die vergangene englische Woche schaut, aus 3 Spielen gerade mal 3 Punkte da rausgeholt, das ist halt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, ja. Das ist es nicht. Und die 3 Punkte, die du geholt hast, waren essentiell wichtig. Die waren essentiell wichtig und das waren eigentlich auch noch, wie du schon sagtest, aus dem Spiel, wo du jetzt auch nicht, auch vom Spielerischen her nicht unbedingt erwartet hättest, dass da jetzt irgendwie viel passiert. Das war Not gegen Elend. Nichts mehr, nicht weniger. Aber es war halt wichtig, weil hättest du gegen diese absolut desolate Mannschaft wie Köln nicht mehr 3 Punkte geholt. Da hätte sie wirklich in dem Moment die Kugel geben können. Sei froh, dass wir die 3 Punkte hatten. Die waren wichtig, die haben so ein bisschen uns die Ruhe gegeben, dass wir auch jetzt nicht total Angst haben müssen. Aber du merkst, es gibt eine gewisse Unruhe innerhalb des ganzen Frankfurter Zirkels. Und diese Unruhe gilt es halt demnächst zu beseitigen. Ja, genau. Und da kommen ja jetzt dann auch, wo wir dann gleich drüber sprechen werden, mit den beiden Aufsteigern Spiele, in denen du ganz klar jetzt was reißen musst. Du hast noch diese schon wieder eine Länderspielpause dazwischen, wie ich gerade eben mal wieder feststellen durfte. Und dann kommt Dortmund. Das ist ja dann auch gerade, wenn du ja guckst, wie Dortmund jetzt gerade drauf ist, wird das halt auch wieder so ein Null-Punkte-Spiel und versuchen, möglichst was fürs Torverhältnis zu tun. Aber das war es dann halt auch schon wieder. Ja. Das ist halt genau der Punkt. Aber du musst jetzt sehen, gegen Dortmund ist wieder so Kür. Genau. Pflicht sehen in den nächsten beiden Spielen. Genau. Und da musst du arrogant sein, aber arrogant nicht in der nachlässigen Art und Weise, sondern da musst du sagen, wir sind jetzt hier schon wieder länger in der Bundesliga und wir wissen, wie der Hase läuft und wir haben gar keinen Bock, gegen euch hier Punkte abzugeben. Man muss ja auch mal ganz klar sagen, Hannover spielt mittlerweile eine richtig geile Hinrunde. Absolut klar. Oh ja. Oh ja. Gibt's. Ich meine, die stehen nicht umsonst, also die hatten jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Glück, was die Gegner angeht, ja. Aber trotzdem, da jetzt 12 Punkte aus 6 Spielen irgendwie mitzunehmen, das musst du halt auch erstmal können. Das musst du auch erstmal können, aber im Gegenzug dazu haben wir jetzt die nächste Partie gegen das auswärts schwächste Team. Dummerweise sind wir das heimschwächste Team, ja? Aber irgendeine Serie muss jetzt reißen und ich bin ziemlich noch davon überzeugt, dass unsere Negativserie hier reißen wird. Genau. Wunderbare Überleitung. Gerissen ist erstmal was anderes, nämlich die Muskelfaser bei Herr Fernandes. Der wird uns damit jetzt erstmal mehrere Wochen fehlen und der nächste hat sich auch quasi ja schon angekündigt, auch wenn wir jetzt, glaube ich, nicht wirklich mit ihm rechnen konnten, aber Meier steigt jetzt auch wieder nicht so schnell ins Mannschaftstraining ein, wurde jetzt erfolgreich am Fuß operiert. Und Radetzky hat sich am Montag im Training am Rücken verletzt, ist jetzt die letzten 2 Tage nicht im Mannschaftstraining gewesen, sondern macht Individualtraining. Das heißt zwar, Einsatz am Samstag wäre nicht gefährdet, aber ich würde ihn jetzt zumindest mal als Kurzzeitverletzten irgendwie mit dazu zählen. Also das Lazarett, es füllt sich wieder. Ja, ist die gleiche Leier, diese gleiche Problematik, die wir immer Jahr und Tag mit uns herumtragen. Bei Radetzky bin ich auch zuversichtlich. Die größere Problematik sehe ich in der Tat durch das Fehlen von Fernandes, der, wenn er spielen kann, auch wenn er jetzt zuletzt mal draußen war, worüber ich mich gewundert habe, dann hat er wieder gespielt und hat gleich eine gute Partie gemacht. Fernandes ist eigentlich ein sehr wichtiger Spieler. Und dass der uns jetzt für mindestens 4 Wochen wieder fehlt, ach, ist auch nervig. Über Meier brauchen wir nicht drüber reden. Aktuell schießt da vorne niemand ein Tor. Dann hättest du es theoretisch ja auch wirklich mal mit einem Meier mal wieder probieren können. Diese Option haben wir leider nicht. Umso ärgerlicher. Aber wie gesagt, wo es mir noch viel weh tut, ist halt im dezentral defensiven Mittelfeldbereich. Und da ist halt Fernandes jemand, der eine Lücke reißt. Denn definitiv. Für wen soll ich da jetzt reinbringen? Mir gehen so ein bisschen die Optionen aus. Ich kann natürlich jetzt Boateng dafür reinsetzen. Boateng dann aber in die defensivere Variante setzen. Weiß nicht, ob das so geil ist. Nee, gerade haben wir ja noch drüber gesprochen, dass wir eigentlich jemanden brauchen, der auch mal so ein Offensivkonzept hat und haben wir auch festgestellt, dass er durchaus jemand wäre, der das eigentlich leisten könnte. Wenn du ihn natürlich jetzt da hinten reinsetzt, von da hinten aus irgendwie Spiel aufbauen, ist halt auch nochmal eine ganz andere Nummer, ja. Das wirst du nicht hinbekommen. Nee. Das wirst du halt dummerweise nicht hinbekommen. Ich glaube, da hast du schon nicht mehr so wirklich. Ja, du musst halt sehen, wie du das Spiel denn gestalten willst. Denn, ja, spielen wir denn über die Außen oder spielen wir über die Mitte? Und wenn wir die Mitte spielen, dann brauchen wir eigentlich Boateng weiter vorne.
Ja. Ja, genau, das wäre jetzt so ein bisschen die spannende Frage. Wie gehst du in dieses Spiel gegen Stuttgart rein? Unser Hörer Sebastian, nicht unser ehemaliger Mitpodcaster Sebastian, sondern ein anderer Sebastian, hatte vorgeschlagen, mal mit einer Doppelspitze zu agieren, mit Haller und Jovic im Sturm und einem Boateng auf der 10 dahinter. Weiß ich nicht, hatten wir jetzt bislang in dem Konzept nicht. Ich weiß jetzt, ich muss zugeben, ich habe sehr wenig Spielzeit von Stuttgart bislang gesehen. Ich weiß nicht, wie die von der Defensive da so unterwegs sind, ob du da mit schnellen Außen irgendwas reißen kannst. Naja, also grundsätzlich finde ich mal die Idee von dem lieben Sebastian erstmal gut. Warum? Jovic. Jovic ist für mich ein Spieler, der durchaus die Chance mal bekommen sollte. Also ich habe immer, wenn er mal eingewechselt wurde, hat er für mich eine gute Partie gezeigt, eine interessante Partie. Gut ist das ja natürlich immer nur begrenzt, weil du nicht die Zeit hast, in wenigen Minuten absolut zu glänzen. Aber ich fand, Jovic hat Ausrufezeichen gesetzt und es gibt ehrlich gesagt keinen Grund, insbesondere angesichts dieser Offensivlaute der Eintracht, nicht mal an ihm sich zu probieren. Warum denn nicht? Und die Frage ist dann halt, wie du dann spielen willst. Man muss hier sagen, Stuttgart ist jetzt eine Mannschaft, die nicht großartig viele Gegentore kassiert hat. Natürlich sind zwar erst 6 Spiele, die haben 7 Gegentore kassiert, aber trotzdem ist es jetzt keine mega anfällige Mannschaft. Die schießen halt auch einfach viel zu wenig Tore. Du musst überlegen, Stuttgart hat noch weniger Tore geschossen als die Eintracht. Ja. Die haben erst 3 Tore geschossen. Das ist die viel größere Problematik, die mir dann aber auch so ein bisschen Sicherheit gibt, zu sagen, okay, dann können wir es auch mal offensiv probieren. Wir brauchen vielleicht nicht, wir brauchen für uns defensiv nicht ganz so viele Sorgen haben. Also insofern, da kann man mal was probieren. Aber wir müssen halt sehen, wie wir diese Mannschaft bespielen, denn die ist schon unangenehm. Das ist jetzt auch nur, weil die jetzt halt einen Platz hinter uns stehen. Es ist jetzt auch keine Gurkentruppe. Die haben gegen Augsburg defensiv zum Beispiel, finde ich, sehr, sehr gut gestanden, wo nicht nur Ziele eine ordentliche Partie gemacht hat, du auch mit Donis jemanden hast, der durchaus, also eher im Offensivverbund, da war. Und einer meiner Spiele, wo ich ganz ärgerlich bin, dass die Eintracht nicht mal die Fühler ausgestreckt hat, Badstuber ist da halt mittlerweile zu einer absoluten Größe geworden, ja. Also das heißt, aber wie ist Badstuber zu bezwingen? Badstuber ist natürlich ein bulliger Typ, ist auch jemand, der natürlich das Fußball, die feine Kunst des Fußballs durchaus zu schätzen, weiß selber aber nicht der Herr der Dinge ist, ja, um es mal so positiv zu formulieren. Aber ich denke, dass du hier durchaus über die Außen agieren kannst, über die Außen zum Ziel kommen, denn mit Beck hast du jemanden, der nicht immer wunderbar souverän ist. Aogo ist auch ein Spieler, der für die eine oder andere, den einen oder anderen Fauxpas durchaus mal zu haben ist. Das sind die Stellen, an denen du ansetzen kannst, meines Erachtens. Okay, das heißt, wenn wir über die Außen gehen und dann Kombination mit 2 Stürmern, würde ich mal ganz geil finden. Ja, wäre es halt schon wirklich sehr, sehr offensiv. Fangen wir doch mal von vorne an und sagen wir versuchen es wirklich mal mit der Variante mit einem Haller und mit einem Jovic und einem Boateng dahinter. Ja, genau. Dann auf den Außen wieder Willems und Chandler. Ja. Dann hast du ja schon 5 weg. Dann hast du aber, dann Fernandes kannst du nicht einsetzen, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, ne? Ja. Weil der verletzt ist. Genau. Und dann habe ich nur die Guzman. Die Position von Fernandes nimmt halt offensive Boateng wahr. Ja. Also eigentlich, genau. Eigentlich Raute, also eigentlich klassische Raute im Mittelfeld. Ja. Und hinten. Ja, hinten würde ich sagen, bleibt es dann im Endeffekt gleich, ne? Fallett, Abraham und Hasebe, da ändert sich nichts. Ja, da hast du aber doch sogar noch einen. Naja, auf der rechten Seite natürlich Chandler, ne? Ja, deswegen sei ja da. Lass mal überlegen. Fallett. Abraham Hasebe sind 3. Direkt davor Willems, De Guzman und Chandler. Sind 6. Dann hast du Allaire, Boateng und Jovic. Boateng. Genau. Da hast du noch einen. Kannst auch noch, wen hätten wir noch? Eins. Bin ich zu blöd? Ja, naja, okay. Nein, warte mal. 1, 2.
Ja, stimmt, du hast recht. Da müssen wir halt sehen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht überlegen sollten, Gacinovic nochmal da reinzubringen, ne? Oder Rebic. Rebic hat sich auch wieder angeboten. Ich meine, du kannst eigentlich jemanden, der wenigstens die Tore schießt, nicht draußen lassen. Ja, ne? Klar, aber die Frage ist halt, wo lässt du einen Rebic dann spielen? Ist der dann auch eher in der Mitte? Rennt er dann neben einem Haller rum, so als, ja, oder rennt genau. Er quasi jetzt, von links nach rechts, so als... Jetzt erkläre ich mal ganz kurz, genau, vollkommen richtig. Also, links außen spielt für mich Gacinovic, ja? Probiert es jetzt einfach. Ja? Okay. Haller und Jovic? Ja, Jovic würde ich dann schon eher so auf die rechte Position setzen, ne, auf die Rechtsaußenposition. Ja. Haller und ein bisschen in vorne gezogene Boateng, genau. Und da hinten dann Willems, de Guzman, Chandler und ganz hinten Fallett, Abraham, Hasebe und dann im Torwart Radetzky, wie halt immer. Ja, ich glaube, so will ich es mal probieren. Ich würde versuchen, vielleicht einen Jovic auch ein bisschen rotieren zu lassen. Ne? Jovic und Gacinovic, vielleicht, also ich meine, wenn du es hinbekommst, wenn die mit der Abstimmung klarkommen, vielleicht auch nur Boateng in den Mix nehmen. Wenn du nämlich da eine Variabilität hinbekommst zwischen Boateng, Gacinovic und Jovic, könnte es dafür sorgen, dass die Jungs auch nicht mehr ganz genau wissen, wie der Hase läuft. Hm. Und wenn du den Rebic noch drin hast, da hast du allein drei Leute, die mit IC hinten aufhören. Und da wissen dann die Stuttgarter erst recht nicht mehr, was Sache ist. Weil die das nicht schreiben können, oder was? Jetzt muss ich was trinken. Im Zweifel. Ich weiß, kurze Rückfragen sind immer fies. Also, im Zweifel. Aber ich glaube, dass gerade Rebic und Jovic schon in der Lage sind, hier das mal ein bisschen zu verstellen. Genau. Aber ich habe mal jetzt unseren Telefonjoker dazu geholt, der uns auf jeden Fall die perfekte Aufstellung gegen Stuttgart sagen kann. Hallo Basti. Gute. Also habt ihr Leipzig schon hinter euch gebracht? Genau, ja. Wir haben über Leipzig schon gesprochen und ich habe einfach so lange gewartet. Genau, philosophierten gerade über eine mögliche Aufstellung gegen Stuttgart und Marvin war sich kurzzeitig nicht sicher, ob wir jetzt mit 10 oder 11 Mann auf dem Platz spielen. Ja, also ich nehme an, die Abwehr habt ihr nicht groß verändert oder habt ihr da irgendwas gemacht? Also nee, wir waren hinten weiterhin bei Fallett, Hasebe, Abraham. Okay, und Salcedo weiter draußen? Sie. Habt ihr eine Vermutung, warum der draußen ist, ehrlich gesagt? Das war mir alles ein bisschen zu schwammig, ehrlich gesagt, um jetzt mal kurz reinzugrätschen. Weiß es einer von euch was? Habe ich nichts mitgekriegt, nein. Ich glaube, hier gibt es schon eine gewisse Problematik, die sich auf mehrere Leute ausstrahlt. Dann kann Salcedo durchaus einer derjenigen sein, die jetzt einen auf den Sack bekommen haben. Denn wir haben ja heute mitbekommen, weiß nicht, der eine oder andere vielleicht gelesen haben, genau, dass es schon so ist, dass es jetzt langsam mal ein paar kritische Töne bei der Eintracht gibt. Ja? Und es wird ja von einigen Trainingsmuffeln gesprochen, ja. Und da muss man sich auch mal die Frage stellen, wer sind denn diese Trainingsmuffel? Also ich habe jetzt konkrete Namen, jetzt habe ich eigentlich nur Wolf gelesen, ja, das ist so einer derjenigen, aber der wenigstens auch öfter spielt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob er wirklich dieser Trainingsmuffel ist oder ob da nicht ganz andere Namen dahinter stecken. Sache ist ja auch die, wir haben ja den anderen fitten Spieler, der überhaupt gar nicht mehr zum Zug kommt, ja. Also ich meine, was ist denn mit Marc Stendera? Ja, nur mal so. Ja. Wo spielt dieser Mensch? Macht der überhaupt noch was? Nicht mehr zu sehen. Er wart nicht mehr zu sehen. Was ist los mit Barkok? Was ist hier? Geht auch nichts. Du hörst, du siehst nichts von diesen Personen. Rogota hat sich erfolgreich aus dieser Mannschaft selbst gekegelt. Muss man, ja. Also das heißt, wir haben diese Spiele, nur spielen die offensichtlich keine Rolle. Ja. Ja, aber ich gehe auch davon aus, die Aufstellung, die ihr gesagt habt. Und dann links Willems, rechts Chandler. Ja, und dann wird es interessant, ehrlich gesagt. Das mit Fernandes hat mir echt gar nicht in den Kram gepasst. Genau, da waren wir gerade eben schon, deswegen hatten wir gesagt, wir würden quasi in der Mitte mit sowas ähnlichem wie einer Raute spielen, mit einem De Guzman auf der 6, Willems, Chandler, davor Haller und Rebic und davor dann so ein Dreigestirn aus Gacinovic, nee Quatsch, Boateng und Rebic auf der 10 so mehr oder weniger. Und dann hatten wir gesagt, Gacinovic und Jovic auf den Außen und ein Haller vorne in der Mitte, so rum war's. Also schon ja, eher so volle Offensivkraft. Ja, würde ich jetzt, das klingt sehr. Also ich bringe nochmal eine Variante ins Spiel, dass vielleicht doch Salcedo spielt und du wie die Dreierkette hinten haben mit Salcedo, Abraham und Fallett
und halt Hasebe dann quasi den Sechser gibt und dann quasi Gacinovic und Boateng auf der 8 sind. Also das System behalten wir bei. Und dann, ja, wen haben wir denn vorne? Das sind dann... Dann hast du wieder Willis und Chandler auf, also als ja gut, offensive Außenverteidiger. Genau, die zähle ich zur Fünferkette. Dann ist Hasebe quasi auf der 6 mit den beiden auf einer Linie. Davor Gacinovic, Boateng und vorne würde ich mit Rebic und Haller spielen. So quasi. Dann ist, das ist immer noch das gleiche System, außer dass Boateng eine Position zurückrückt auf die 6. Der Guzman raus und dafür Rebic und Haller vorne. Weil ich glaube irgendwie Haller, was mir aufgefallen ist, wir können auch vielleicht gleich mal ganz kurz gesondert über ihn sprechen, aber so ganz alleine da vorne wirkt er ein bisschen verloren. Dafür ist er, glaube ich, in dem System, was wir gerade spielen, ist er nicht schnell genug für diese überfallartigen Angriffe. Also lange Bälle auf ihn, okay, den kann er gut halten. Aber du hast manchmal das Gefühl, dass er so ein bisschen verloren ist da ganz alleine und nicht so viel Unterstützung hatte. Also dieses Gefühl drängt sich mir auch auf. Es ist auch so ein bisschen des Spielsystems geschuldet, um es mal so zu sagen. Genau, das sollte gar keine Kritik an ihm sein. Genau, nee, nur auf das System geschuldet. Mir fällt auf, dass der gute Aller ein wenig ist wie die moderne Version von Nikos Liberopoulos. Denn Liberopoulos konnte damals, und das ist jetzt kein bösartiger Vergleich, Liberopoulos hat in der Zeit, in der er bei der Eintracht war, durchaus gut gespielt. Und er hat auch wichtige Tore erzielt und hat aber im Verbund zum Beispiel Martin Fenin, damals, als Fenin ihm die ganzen Flanken gegeben hat und so weiter und so fort, echt akzeptabel gespielt. Und der Vorteil von Liberopoulos damals war, dass er sehr, sehr gut die Bälle halten konnte. Und das ist, und dann die weiter verteilen konnte. Liberopoulos war dann so derjenige, das ist der Spieler, der angespielt wird. Und der kann die Bälle weiter verteilen, aber er braucht halt jemanden, dem er sie ablegen kann. Und das ist halt bei Haller momentan für mich auch so ein bisschen das Ding, dass er jetzt aktuell in diese Position gedrängt wird, dass er den Ball zwar hält, aber er kann ihn nicht weiter nach vorne verteilen. Genau. Und da hakt's. Und das sehe ich dann auch, deswegen würde ich zum Beispiel tatsächlich Boateng auf die 8 stellen, weil er dann auch so ein bisschen offensiver ist. Du hast dann halt quasi Gacinovic, Boateng und Rebic hinter Haller. Dann hat er da quasi 3 Anspielstationen. Die können auch von mir aus alle 4 vorne machen, was sie wollen. Weil wenn du hinten bist du ja eigentlich abgesichert, ehrlich gesagt. Also du hast ja mit Hasebe, dann habt ihr es ja schon gesagt, Williams und Chandler auf den Außen, dann die Dreierkette da hinten, das reicht. Mhm. Und dann hast du Haller, Boateng, Rebic und Gacinovic vorne und die, wie man die dann im Endeffekt aufstellt, beziehungsweise wie die im Spiel auch mal die Position wechseln, das kann man dann sehen. Aber ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass, weil Haller, ich muss mal ganz kurz anmerken, was mir ein bisschen auf die Nerven geht, dass der teilweise echt schon einen schlechten Stand hat hier. Also, ja, das ist Leute, total lächerlich. Wie viele Spiele haben wir jetzt? Das war das 6. Spiel jetzt oder was? Ja, weil, genau, 6. Spiele. Also wir haben 6 Spiele gemacht, davon hat er auf jeden Fall in 3 sehr gut gespielt. Das war natürlich auch nicht so gut dabei, ist klar. Aber sorry, also den jetzt schon zu sagen, boah, Haller raus und Haller ist eine Gurke, Haller ist ein, also weiß ich nicht, da fehlt mir jegliche Diskussionsgrundlage zu sagen, okay, wenn Leute jetzt schon wütend auf den sind und den nicht mehr drin haben wollen, das ist mir ein bisschen zu kurz gedacht, weil ich genau wie der Marvin sehe, das ist bei ihm, wenn er an gewissen Teilen nicht gut aussieht, dann ist das auch eine Systemfrage, weil er ist eigentlich ein Ballbesitzstürmer, ehrlich gesagt, Leute. Also ich habe ja eigentlich, mit seiner Verpflichtung haben wir ja gedacht, gut, die Eintracht will jetzt mal so ein bisschen neue Sachen ins Repertoire aufnehmen. Zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht nur die Mannschaft, die nur direkt nach Ballgewinn ganz schnell nach vorne spielt, sondern wir haben vielleicht auch mal eine Lösung, zu Hause irgendwie was zu reißen. Und dafür ist er ja da. Der ist ja mit Sicherheit kein Konterspieler. Also der irgendwie unfassbar schnell ist. Aber ich hätte eigentlich auch von den Eintracht-Verantwortlichen erwartet, dass sie das wissen. Und teilweise sehe ich ihn so ein bisschen falsch eingesetzt. Und ich hoffe aber jetzt, dass wir jetzt, um wieder auf Stuttgart-Spiel zu kommen, dass wir endlich mal das ausnutzen, dass wir so einen haben. Weil wir werden mit Sicherheit auch wieder mehr den Ball haben als sonst bei diesen Auswärtsspielen. Ja. Und dann musst du es genau, was wir jetzt hier probiert haben zu besprechen, dass Haller die Unterstützung von Rebic, Boateng, Gacinovic bekommt, dass er die Bälle, die ihm zugespielt werden, auch irgendwie gut verteilen kann. Und oder die anderen für ihn ein paar Löcher reißen, dass er dann auch mal in Abschlussposition kommt und dann vielleicht auch ein bisschen glücklicher agiert als zum Beispiel bei dieser einen Szene in Augsburg. Da kann man ihn gerne kritisieren, aber die Massivität der Kritik, die hat ihn schon ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Weil zu kritisieren, aber momentan, wie gesagt, viele Einzelspieler, sondern eher das an dem einen oder anderen Spiel und dann auch in
ganz kurz. Du hast hier bis gerade ein bisschen abgehackt. Mhm. Hallo? Ja, ja, jetzt wird es gerade wieder besser. Du glaubst das? So. Nee, Basti, du bist jetzt so abgehackt. Jetzt ist er ganz weg. Ja. Hallo? Ja, Basti. Da steht einer auf deiner Internetleitung. Du hättest genau, nicht so viel meckern sollen. Die drehen dir gerade den Saft ab. Hast du noch parallel irgendwas laufen oder so? Nee, eigentlich gar nichts hier. Aber jetzt geht's auch jetzt, wieder, sehr gut. Jetzt, okay, jetzt schnell reden, bevor die Leitung wieder weg ist. Mhm. Okay. Ja, nur ganz kurz. Es gibt zwei Spiele, das war, es ist eine gegen Augsburg zu Hause und das in Leipzig, wo ich Kovac leicht kritisieren würde sogar. Zu sagen, okay, in Leipzig hat es vorm Spiel den Eindruck gemacht, ich weiß nicht, wie ihr das vorhin gesehen habt, Leipzig hat es vorm Spiel den Eindruck gemacht, als würde er sich gar nicht so viel ausrechnen und wechselt mal ein bisschen durch und lässt ein paar Leute sich ausruhen. Ja. Was in der Frühe der Saison auch ein bisschen merkwürdig ist, wo man denkt, die Eintracht hat jetzt auch keine Doppelbelastung, das sollten Bundesligaspieler schon schaffen, einmal, zweimal die Woche zu spielen. Und da hat er mit der Aufstellung so ein bisschen das Signal gegeben, vielleicht auch für die Mannschaft hier, wir gucken mal, was passiert, aber so viel rechnen wir uns nicht aus, um dann im Endeffekt im Spielverlauf zu sehen, okay, wenn wir einen fähigen Linienrichter haben, holen wir da auch einen Punkt. Und das hat er meiner Meinung nach ein bisschen zu spät gemerkt in Leipzig und da war es dann auch schon zu spät. Was unterm Strich nichts ändert, dass man sich da nichts ausrechnet, aber trotzdem. Und gegen Augsburg war es mir zu wieder nach vorne, zu sagen, okay, wir spielen gegen Augsburg, die spielen seit 4-5 Jahren in der Bundesliga und die spielen immer den gleichen Fußball. Dass er da keine Lösung gefunden hat, hat mich ein bisschen erschrocken. Aber ansonsten würde ich mit der Kritik, die ich teilweise schon vernehme und diese Unruhe, da würde ich ein bisschen aufpassen, zu sagen, weil eigentlich ist momentan alles im Lot. Ich glaube, in der letzten erfolgreichen Hinrunde, die wir hatten, wenn wir jetzt gegen Stuttgart gewinnen, hätten wir quasi einen Punkt weniger als zum selben Zeitpunkt letztes Jahr. Und ihr wisst alle, was letztes Jahr für eine Hinrunde war. Also von daher würde ich da aufpassen, jetzt hast du aber die Kritik einmal an Haller und einmal an Kovac vermischt. Ich würde das ganz gerne nochmal ganz kurz separieren. Und zwar bezüglich der Haller-Kritik würde ich auch dir vollkommen zustimmen. Da habe ich manchmal das Gefühl, und das ist gar nicht böse gemeint, dass Leute immer denken, da kommt jetzt ein Stürmer und der schießt allein, weil er da ist, 15 Tore. Das funktioniert aber nicht. So funktioniert es nicht. Du bist nie einer selbst. Das gibt es vielleicht bei absoluten Topspielern. Das ist vielleicht in einer gewissen Art und Weise bei Ronaldo oder vielleicht Messi und vielleicht noch zwei, drei anderen in war deutliche Abstufung, vielleicht nur Aubameyang der Fall, wo du halt aufgrund der Schnelligkeit Dinge einfach ändern kannst oder selber bestimmen kannst oder aufgrund deiner absoluten Raffinesse. Aber im Regelfall ist das Bullshit. Das muss eingearbeitet werden in ein System und kein Stürmer der Welt, selbst ein Bundesliga-Stürmer, schießt einfach so Tore, weil er jetzt da ist. Wenn der Aufbau, der Spielaufbau, der Offensivdrang nicht so konsequent gedacht wird, dann kann nichts passieren. Und dann kannst du mit Haller jemanden haben, der da ist und der Qualitäten hat, aber er muss ja auch zeigen können. Ja, deswegen, das sehe ich auch so. Das ist meine so ein bisschen Lanze. Ja. Ich würde es auch so sehen, weil du, wie gesagt, wenn du Haller kaufst, weißt du ja auch, was für einen Spieler du dir kaufst. Ja, dann musst du schon sehen, dass du die Qualitäten einsetzt und nicht sagst, okay, du willst jetzt einen bulligen Stürmer holen, aber willst, dass der irgendwie durch die gegnerischen Abwehrreihen spurtet, wenn du konterst. Das geht nicht, dann kannst du ihn nicht holen. Ja. Und da ist halt der Punkt, und da muss ja auch mal ganz klar dazu sagen, ein Teil seiner Qualitäten, warum er geholt wurde, die zeigen sich übrigens schon. Denn ja, eben. Wer ist bullig und hält die Bälle und wer hat in Köln einen ganz sicheren Elfmeter verwandelt? Ein glattbares Tor vorbereitet. Ja, also. Genau. Also insofern, alles halb so wild. Wichtig ist, dass das Offensivkonstrukt, und jetzt kommen wir zu der anderen Kritik, die du jetzt angerissen hast, dass das Offensivkonstrukt endlich weiter aufgebaut wird. Und da ist durchaus die Kritik an Kovac auch, wo ich finde, dass man sie durchaus mal äußern kann. Denn weil dieser Offensivaufbau, der fehlt für mich aktuell komplett. Da hat er noch keine Lösung gefunden. Ja, und das ist ja genau das, was ich sagen wollte. Deswegen hat mich diese Kritik zum Beispiel auch, ja, an Leipzig gab es auch viel Kritik an Aufstellung, die ich jetzt eben selber geäußert habe. Und an Haller auch. Und dann gab es an dem einen oder anderen Spieler auch Kritik. Und Fallett hat auch irgendwie, habe ich auch gelesen, dass viele Leute. Aber was ich halt nicht verstehe, ist die Abstufung der Kritik. Weil wenn ich jetzt Kritik äußern wollen würde bei der Eintracht, dann ist es tatsächlich das, was der Marvin gesagt hat, zu sagen, wenn du Augsburg und Wolfsburg zu Hause nicht schlägst, das ist schlimm. Das ist schlimm. Wenn du so zwei Mannschaften, die so biederen Fußball spielen, die zu Hause nicht schlägst, das ist schlimm. Und alles andere, ja, da kann man
an der Frühe der Saison vielleicht sogar noch drüber hinwegsehen. Ja. Dass wir die Kölner nicht beerdigt haben, es stößt mir auch so ein bisschen übel auf, aber im Endeffekt haben wir gewonnen, dann beschwere ich mich nicht. In Gladbach fand ich gut. In Leipzig wäre mit Glück auch was drin gewesen und das hätte ich vorher auch nicht erwartet. Von daher, ich will jetzt mal sagen, ich bin noch zu 70% zufrieden, aber sehe durchaus, kann durchaus verstehen, dass es Leute gibt, die auch was zu kritisieren haben und das auch nicht zu Unrecht, aber teilweise in der, wie ich schon gesagt habe, in der, ja, also nicht in der Weise, wie es teilweise getan wird, sondern so ein bisschen, man muss so ein bisschen sich auch beruhigen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt zu Hause gegen Stuttgart gewinnen, dann ist eigentlich alles im Fluss. Ja, sehe ich genauso. Ja, apropos gewinnen, was ist denn euer Ergebnistipp, Herr Marvin? Ja, also ich habe ja jetzt vorhin schon deutlich gemacht, dass mir hier alles unter einer Niederlage. Ja, dass alles mir klar. Alles unter einem Sieg definitiv zu wenig ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust zu versuchen, dass wir hier irgendwie unentschieden gut reden oder so. Das ist ein fucking Aufsteiger. Die spielen auswärts unfassbar schwach, genauso wie wir zu Hause schwach spielen, ja. Aber wir müssen einfach hier die 3 Punkte holen. Die sind offensiv nicht so herausragend, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Die haben auch sehr viele unbekannte Spieler, um es jetzt mal so zu sagen, also unbekannte Variablen. Also da ist so ein Spieler wie Donis, der schon zeigt, dass er diese Bundesliga-Fähigkeit auf alle Fälle hat. Aber da ist gleichzeitig auch ein Terodde, der mittlerweile sogar Kapitän ist, der für mich nicht so gut performt aktuell. Da sind sehr, sehr viele Unwägbarkeiten dabei. Das kann gefährlich sein. Ginczek zum Beispiel auch. Der ist auch immer mal für ein Tor gut. Aber ich würde mal sagen, die Mannschaft der Stuttgarter ist eine, die du gut bespielen kannst und wo du zu Hause einfach einen Sieg landen musst. Und das ist alles, was zählt. Deswegen ist es für mich hier ein 3-1. Auch ein 3-1, auch in dieser Höhe, auch in diesem deutlichen Zeigen, dass wir auch noch Tore schießen können, essentiell für den Samstag. Okay. Basti? Ja. Ja, der Marvin hat mir jetzt meinen Tipp in Anführungszeichen geklaut, weil ich tippe auch 3-1. Und ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso, dass man trotz allen Unwägbarkeiten, die wir noch haben, und natürlich kann so ein Spiel, wie wir gegen Augsburg und Wolfsburg gesehen haben, auch in die Hose gehen, da bin ich mir bewusst, aber ich habe auch keine Lust zu denken, okay, wir holen dann, nee, die Eintracht muss die weghauen, Punkt. Weil du auch nicht immer dich darauf verlassen kannst, dass du dann auswärts gut aussiehst, weil was soll das für eine Technik sein? Zusammen, wir können mal draußen nicht geben. Also du, auswärts ist ja dann eigentlich immer der Bonus. Also du spielst zu Hause und wenn du dann auswärts einen Unentschieden hast oder gewinnst, dann freust du dich so. Aber die Heimspiele, egal gegen wen du spielst, außer vielleicht gegen Bayern, sollte man immer angehen zu sagen, okay, die gewinnen wir. Und dann hast du so auch das Zutrauen zu Hause und ich hoffe, die andere kriegt das jetzt. Weil ich habe keinen Bock drauf, dass so was selber nicht, ehrlich gesagt, so von wegen, oh, wir können zu Hause nicht gewinnen, die Mannschaft fängt dann an, das selber zu glauben, bla 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 bla, und dann kommt hier Heribert Bruchhagen, Zitat, Negativspirale hin und her. Ich will das nicht, ich habe keinen Bock da drauf. Wir hatten auch schon genug Pech, ehrlich gesagt, und das kotzt mich auch ein bisschen an, weil wir reden auch immer über, ja, Haller und so Offensivsystem, bla bla bla. Darüber würden wir gar nicht reden, Leute, wenn die Eintracht auch an gewissen Stellen einfach Suff gehabt hätte, dann hätte die Eintracht nämlich jetzt viel, viel mehr Punkte. Dann hätte die gegen Wolfsburg gewonnen, dann hätte die gegen Augsburg gewonnen. Also das wäre, die Eintracht hätte echt viel mehr Punkte haben. Die hätten ja am Anfang in Freiburg gewinnen können und das sind alles keine Sachen, wo wir ganz viel Glück gebraucht hätten. Die Eintracht soll einfach Stuttgart weghauen und ich will sehen, dass das nicht so unfassbar glücklich ist wie in Köln zum Beispiel, sondern so ein bisschen, muss ja nicht gleich perfekt sein, aber so ein bisschen zu sagen, ach geil, das 1-0 war aber geil rausgespielt und dann hatten wir Glück mit dem 2-0 nach der Standardsituation und dann war das Spiel gelaufen und am Ende haben wir 3-1 gewonnen, so. Und alle Leute gehen zufrieden nach Hause und alle Leute haben wieder Bock auf die Eintracht, weil ich nämlich auch glaube, wenn die Eintracht jetzt zu Hause gegen Stuttgart wieder verliert, dann ist, fangen diese Diskussionen unweigerlich an. Ja. Also die fangen dann an und dann, sowas kann man nicht gebrauchen, weil ich glaube immer noch an diese Mannschaft, ehrlich gesagt. Ich glaube auch noch an diese Spieler. Ich glaube auch noch an De Guzman, ehrlich gesagt. Ich glaube auch noch an Haller. Ich glaube an Boateng. Das hat sich bei mir gar nicht geändert. Ich feiere Williams immer noch krass. Ich hoffe nur, dass Kovac die alle in ein Korsett bringt, wo die alle ihre Leistung bringen und wo ich nicht lesen muss, dass die im Training nicht Gas geben. Das hat mich ein bisschen schockiert. Aber gut, Kovac ist, glaube ich, auch der richtige Mann dafür, der nicht wie Skibbe oder Fee das mitschleifen lässt, weil er selber faul ist. Aber ich glaube, Kovac ist da jemand, der immer in seiner Karriere gearbeitet hat und der da sehr allergisch drauf reagiert. Und ich hoffe, dass er das in den Griff kriegt und wenn die Mannschaft dann mal so ein bisschen Zutrauen und ein bisschen mehr Mechanismen und Automatismen kriegt, dann glaube ich ehrlich gesagt immer noch eine gute Saison, Stand heute.
Ja. Ich hatte erst ein 3-0 hier stehen, habe aber jetzt korrigiert auf ein 2-0, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wer drei Tore bei uns schießen soll, aber 2-0 ist drin. Auf geht's. Ja. Genau, gut. Andere Mannschaft, die sich gut bespielen lässt, sind gerade die Bayern von Paris. Paris immer noch 2-0, aber hatten schon mindestens irgendwie 4 weitere Chancen. Ja, wobei du halt auch siehst, dass die Bayern es schon ein bisschen probieren. Also es ist jetzt nicht so, als ist es jetzt hier ein Spiel auf ein Tor. Aber du merkst halt, die Pariser sind halt einfach überfallartig und schlau. Ich wollte gerade sagen, also wenn du so das Verhältnis siehst, aus irgendwie da, wo die Bayern 2 Torchancen haben, haben die Pariser irgendwie 5. Also das ist schon ein ganz anderes Verhältnis. Die sind halt einfach rotzfrech und geben Gas. Ja, und das große Problem in Bayern ist halt auch, dass du halt hinten eine ganz große Lücke hast. Kannst mir erzählen, was du willst? Und Sven Ulreich in der Champions League ist halt nicht kein Manuel Neuer. Übel, ja. Was, aber ein Elfmeter gab es noch nicht, das ist ja eine lustige Geschichte, oder? Habt ihr das mitgekriegt? Nee, was? Mit Neymar und Cavani? Nee, hab ich nicht. Ach, wo Neymar irgendwie zum Chef von PSG gegangen ist und gesagt, er soll den Cavani verkaufen, der hätte ihm den Elfmeter weggenommen? Genau, also es gab Elfmeter, Cavani war der tatmäßige Schütze, wegen letzter Saison auch, war auch einigermaßen sicher und Neymar ist natürlich jetzt da und wollte sich den Ball nehmen. Aber man kann sich ja vorstellen, Cavani ist ein bisschen bulliger, hat gesagt, hier kleiner, nö, schieß den. Und dann ist Neymar nach dem Spiel beleidigt gewesen, zum Präsident gesagt, entweder er oder ich. Ist ihm auch bei Instagram entfolgt übrigens, das fand ich die lustigste Anekdote. Ach, das war die Kiste, ach, Scheiße. Weißt du was, wenn du den Elfmeter mich jetzt schießen lässt, entfolge ich dich bei Instagram. Der Cavani daheim gesessen und so, Scheiße, geht. Ja. 1 Million Euro geboten, wenn Neymar die Elfmeter schießen lässt, dann mit Ruhe im Karton ist. Mir gedacht, ganz ehrlich, es wird alles immer absurder. Allerdings. Ja. Ach du Scheiße, nee, das wird zum Spiel geht. So, bevor Bastis Internetleitung ist, hier ganz den Geist aufgibt, geben wir jetzt hier nochmal gerade ein bisschen Gas. Da hat es jetzt einmal fies geknackt. Jetzt könnte es sein, dass er gleich ganz weg ist. Okay. Bevor wir zu. Nee, wir kommen jetzt ganz kurz zum Dummschwätzer und zu den Empfehlungen und ich ziehe das, was ich jetzt dazwischen sagen wollte, einfach runter zu den Empfehlungen. Da passt es ja, glaube ich, auch ganz gut hin. Jetzt muss ich das hier nur einmal runterschreiben, sonst weiß ich gleich nicht mehr, wo ich bin. Ja, Dummschwätzer der Woche, erstmal Auflösung von letzter Woche. Relativ klares Ergebnis, Ralf Rangnick hat mit 82% gewonnen. Ich glaube, da gab es aber auch nichts, was dem entgegensprechen würde. Haben wir denn weitere Nominierte für diese Woche? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Ralf Rangnick die guten Chancen hat, der nächste Kalle zu werden. Aber nur mal so. Nee, also ich habe jetzt keine Nominierten. Basti, hast du irgendjemanden? Ich habe leider, glaube ich, auch keinen. Also auf die Schnelle. Vielleicht werden wir. Nee. Leider nicht. Genau, wir könnten uns nominieren bei der Feier am Samstag ab 22.30 Uhr, 23 Uhr. Ach, Unsinn, das hat niemand mitbekommen. Ich habe leider Videos gesehen, das hat mir nicht so gut gepasst. Gut, dann gehen wir zu den Empfehlungen über. Und Marvin hat gesagt, ich soll ihn daran erinnern, dass er da etwas hat, genau, was er empfehlen wollen würde. Genau, ich habe eine kleine Empfehlung. Das werden wir dann auch als Link reinhängen, also nur mal als Veranstaltungshinweis. Und zwar ist am wunderbaren Samstag wieder die WXW in Frankfurt. Wrestling der Extraklasse, liebe Leute. Wenn ihr Bock habt, direkt nach dem Stadion mal ein bisschen guten Catch zu sehen, dann kann ich euch nur empfehlen. Es gibt noch ein paar Karten, sind noch verfügbar, wahrscheinlich auch in der Abendkasse. Kann ich euch nur empfehlen, direkt zur Butch Cup zu fahren. Denn das Wrestling, was ihr dort geboten bekommt, ist alle Ehren wert und wird euch, ja, ich würde mal sagen, ganz sicher zufriedenstellen. Da bekommt ihr wirklich eine actiongeladene Show über 2-3 Stunden und die Show ist dann auch nicht zu spät vorbei. Wie gesagt, es wird ein bisschen eng direkt vorm Stadion dann los, aber so die ersten 2-3 Matches sind vielleicht auch, die ersten 1-2 Matches sind vielleicht auch nicht ganz so dramatisch, wenn man sie verpasst, aber spätestens danach, so um 18.30 Uhr geht's richtig rund. Schaut mal rein, würde mich freuen. Ich bin auch da, wenn ihr da seid, sagt ihr mir Bescheid, dann können wir gerne mal in der Pause ein Bierchen trinken. Es lohnt sich, liebe Leute, es lohnt sich. Alle Links dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes zur Folge 278 auf der Seite eintracht-podcast.de, aber das kennt ihr ja alle schon. Ich empfehle, da muss ich auch den Link gleich noch reinhauen, einen Podcast. Den könnt ihr hören, wenn ihr uns jetzt hier noch 5 Minuten zugehört habt und wir hier durch sind. Und zwar empfehle ich den wunderbaren Podcast Lage der Nation. Das wird mal wieder politisch hier bei uns.
Und zwar ist das ein Podcast von Philipp Banse und Ulf Burmeier, die ja in sehr regelmäßigen Abständen, ja, eigentlich wöchentlich, soweit es passt, ja, sich mit politischen Themen auseinandersetzen. Und die haben sich jetzt in der letzten Folge sehr umfangreich mit der Bundestagswahl auseinandergesetzt und ziehen da nochmal so ein bisschen, ja, Resümee und bewerten so das eine oder andere. Und ja, denke ich, ist ganz gut, sich jetzt im Nachgang da vielleicht auch von zwei Menschen, die sich da sehr viel mit beschäftigen, da auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung geben zu lassen. Geht etwas über eine Stunde, kann man ganz gut weghören, und da wird einem nochmal das ganze Ausmaß von diesem Schwachsinn bewusst, leider. Okay, immer ein guter Tipp. Lage der Nationen, sowieso einer der Premier-Podcasts der Politikszene, um es mal so zu sagen. Ja. Definitiv eine Hörempfehlung, sehr gute Wahl. Genau, und auch einer der wenigen Podcasts, wo man auch die Kommentare sehr uneingeschränkt empfehlen kann, weil es da meistens auch nochmal sehr sachlich und sehr umfangreich in den Diskussionen einfach auch weitergeht. Aber ist es nicht eigentlich wirklich so der große Vorteil von Podcasts? Also ich meine, wie sieht es denn, also die Diskussionskultur ist doch auch im Rahmen noch, würde ich sagen. Also ich meine, jetzt bei uns haben wir vielleicht nicht immer ganz so viele Kommentare, wobei eigentlich, wenn ich da so reingucke, können wir uns da auch nicht beschweren. Aber da ist die Diskurskultur doch einigermaßen akzeptabel im Vergleich zu den großen. Genau, aber du hast halt bei denen im Regelfall auch eine relativ große Menge an Kommentaren. Also du hast halt auch sehr umfangreiche Ergänzungen dann noch, was du jetzt auch nicht unbedingt immer so hast. Das war halt eher so die Richtung. Ah ja, okay, sehr gut. Mhm. Und dann habe ich noch etwas, wo es keine Kommentare gibt, aber wo ihr jeden Freitag was lesen könnt, nämlich auf Spiegel Online dürfen wir es jetzt hier auch nochmal offiziell sagen, wir sind Teil der Fan-Experten, die jeden Freitag oder immer vor einem Bundesligaspieltag, was im Regelfall da die meistens an einem Wochenende sind, dann der Freitag, der Tag welcher ist, gibt es eine kleine Kolumne, wo eben zu jedem Verein ein Fanexperte oder in dem Fall wir als großes Ganzes eine Vorschau geben auf den kommenden Spieltag, und ja, könnt ihr reinschauen. Ich hau den Link dazu auch nochmal in die Shownotes. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir immer dann, wenn der neue Beitrag online ist, das dann auch über den Twitter- und Facebook-Account nochmal raushauen können. Aber da könnt ihr euch jetzt drauf freuen. Immer vor dem Bundesligaspieltag gibt es eine kurze Zusammenfassung zu allen Begegnungen, und wir vertreten da den Eintracht-Teil. Super, super gut. Super, super geil. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch schon geschafft. Dann kann Basti endlich den Feierabend genießen, und Marvin kann, sofern er noch nicht durch ist, sein Abendessen jetzt vollständig zu sich nehmen. Ich habe eben im Chat gemerkt, dass der Marvin und ich momentan ähnliche Essensbeschaffungsmaßnahmen haben. Es ist die Hölle, ja. Es lässt sich halt jetzt nicht mehr... Es geht auch gar nicht anders. Ich wüsste auch nicht, wie ich es anders machen soll. Ich kann eine lustige Geschichte dazu erzählen. Ich habe es letztens gemacht. Auch rein. Ich mache das meistens über pizza.de, über die App. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich dann eine SMS gekriegt, ihre Bestellung ist leider fehlgeschlagen. Dann habe ich mir, also ich habe es erst nach 10 Minuten gesehen, so, oh, toll, jetzt muss ich dann, habe mir was anderes bestellt. Ja, jetzt könnt ihr euch denken, was passiert ist. Plötzlich standen hier zwei Typen vor der Tür. Ja, hast du auch noch was für nächsten Tag? Ja, und ihr wisst ja, was das teilweise für Leute, die sind oft, ja, das ist jetzt, die Verständigung ist oft nicht so einfach, ja, zu erklären. Hier, ich habe hier so ein Ablehnungs-SMS, hat auch lange gedauert. Ende vom Lied, weil ich hatte dann alles hier und habe nur eins bezahlt, also von da. Okay, das ist okay. So, öfter ausprobiert. Hattest du zwei unterschiedliche Sachen bestellt oder waren das die gleichen, ja, Sachen? Nee, ich hab bei zwei verschiedenen dann bestellt, weil ich dachte, okay, die. Ja, die, klar, haben das aber abgelehnt, auch zwei. Hast du einmal Pizza und Pommes oder hast du einmal Pizza, nee, oder? Ich hatte dann im Endeffekt zwei Pizzen und zweimal Nudeln. Also ich hatte. Großartig. Ja. So, ja, gut, Pizza kann man am nächsten Tag auch noch essen. Ich wollte gerade sagen, ab in die Tupperdose und nächster Tag. Ja, also Pizza geht halt immer, ne? Ich meine, ich habe mir überlegt, ich habe jetzt wirklich das Wagnis, bin ich mal eingegangen, ich habe mir den Burger King Lieferservice hier genutzt, ja, oha, eben gerade, ja. Karl, hast du den gesehen? Hat er bei dir auch so ein Ganzkörper-Outfit angehabt? Wie so ein Superman? Nee, bei mir sah nicht. Das aus? Nee, okay, nee, bei der kam nicht. Auch mal zu mir. Da war das Fahrrad gebrandet, die Schuhe, der Overall, die Mütze, da stand er wie so ein Superman hier. Die fand ich ganz lustig. Also quasi wie so eine laufende Fahrsäule, mehr oder weniger. Ja, so halt der, ja, genau, aus wie Burger King Man. Burger King Man. Ja, aber ich glaube, damit hätten wir dann auch schon unseren Sendungstitel. Ja, würde ich doch sagen. Aber die Sachen waren bei dir auch noch komplett heiß, oder? Also bei mir, das muss ich sagen, das hat mich überrascht. Ja, bei mir die Pommes jetzt eben nicht mehr. Ich habe mal reingebissen. Okay. Also die kannst du jetzt man eigentlich mehr oder weniger...
Ich meine, wobei, aber ganz ehrlich, die Pommes waren dabei. Dass ein Pommes schwierig sind, um zu transportieren, ist ja jedem klar. Das ist ja kein Drama. Das also, hat aber jetzt auch nichts, nur das ist jetzt nichts irgendwie Burger King oder sonstiges. Das ist halt einfach so, aber ganz ehrlich, Pommes so auch liefern lassen, ist halt auch also erstmal so eine per se schwachsinnige Idee. Also insofern, das ist gar kein Drama. Nee, aber ich wollte es dir nur ganz kurz sagen, ich habe im Endeffekt über eine Stunde jetzt auch gewartet. Ne? Ja. Also das geht ja normalerweise relativ schnell. Eigentlich ich habe um 19 Uhr bin ich hierher gekommen, habe um 19.05 Uhr auch schon bestellt und irgendwie um 20.40 Uhr, als wir schon gesendet haben, kam er dann halt. Ne? Also insofern, das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Deswegen, was soll ich sagen? Ist jetzt eh schon alles kalt, aber jetzt haue ich mal rein. Ne? Insofern, von daher würde ich sagen, beenden wir die Sendung hier. Wenn auch ihr da draußen nächste Woche wieder hören wollt, was bei Basti und Marvin auf dem Speiseplan steht und ob die Pommes jetzt warm oder kalt waren. Ja, ich muss mich mal gesünder ernähren, ich weiß. Dafür trinke ich auch morgen früh wieder einen Fruchtsaft. Also, insofern. Hausaufgabe an euch, Ernährungs- und Essenstipps für Marvin in die Kommentare nächste Woche auch, wieder einschalten. Wenn ein Hörer dabei ist, der Fitnesstrainer ist, soll mir ruhig einen Ernährungsplan schreiben. Ich behalte mich da dran. Aber bis dahin werde ich jetzt im Loch live in der Sendung einen Apfelring essen. Okay. Hervorragend. Damit beschließen wir die Sendung. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und wir gucken mal, wie wir das in der nächsten Woche mit dieser Länderspielpause an dem Feiertag handeln. Von daher behaltet die Social Media im Auge, Termine kommen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.